Es ist meine Erfahrung aus der politischen Arbeit schon immer gewesen, dass man über Ungerechtigkeit relativ leicht Parteien und Weltanschauungsgruppen übergreifend sprechen kann. Während es zum Beispiel schwierig ist, über Gerechtigkeit zu sprechen, weil unter Gerechtigkeit versteht jeder was anderes. Die Frage nach Gerechtigkeit, die hat kein Verfallsdatum. Wir werden da immer dranbleiben müssen, solange wir auf dieser Welt leben. Und da hängt halt auch mit zusammen Steuerfragen, Bildungsfragen, Ressourcenverteilungen, Teilhabegerechtigkeit. Und das muss immer neu in den verschiedensten Gesellschaften und auch in den verschiedensten geschichtlichen Momenten besprochen und durchdiskutiert werden. Eine Steuer ist ja nur ein Weg. Also es gibt ja zunächst mal die Verteilung des Volkseinkommens ohne Steuer. So, wenn die schon mal immer ungerechter wird, dann wird es irgendwann natürlich für die Steuern immer schwieriger, gegenzusteuern. Wir haben ja in Deutschland eine Politik erlebt, die dazu geführt hat, dass es zum Beispiel einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor, dass der entstanden ist. Den gab es ja früher nicht. Heute arbeitet in Deutschland jeder Fünfte im Niedriglohnbereich. Die Voraussteuern, die ja wirklich auch am niedrigsten Einkommen bezahlen müssen, sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen, während man eben die wichtigen Steuern, die wirklich Reichen zahlen müssten und die großen Unternehmen, die wurden abgesenkt. Aber eine wirkliche Entlastung niedriger, mittlerer Einkommen, das kostet so viele Milliarden, das muss man gegenfinanzieren durch höhere Steuern an anderer Stelle. Sonst ist es einfach nicht seriös. Die Frage ist ja immer, wie kann das geändert werden? Aber zunächst, glaube ich, muss man noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, dass Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft grundsätzlich nicht hinnehmbar ist. Also sag mal, jede Regierung will natürlich gern, dass ihre Politik als alternativlos dasteht. Und natürlich ist es dann umso wichtiger, dass es eine Gegenöffentlichkeit gibt, dass wichtige Institutionen, wichtige gesellschaftliche, auch Meinungsführer und meinungsprägende Institutionen, und da gehört natürlich auch, gehören die Kirchen dazu, da gehören Einzelpersönlichkeiten dazu, die Möglichkeit von Öffentlichkeit haben, dass sie darauf hinweisen, dass es nicht stimmt, das Märchen der Alternativlosigkeit, dass es Alternativen gibt und wie sie aussehen. Was wir tun können und müssen, gerade auch als Kirchen, das ist Bildung voranbringen. Und dass wir einfach so das Grundwasser des Gemeinsinns fördern. Menschen, die das Gefühl haben, ihre Interessen werden in der Politik nicht berücksichtigt, spielen irgendwie seit Jahren keine Rolle. Obwohl sie wählen können, obwohl sie alle 4 Jahre vielleicht auch zur Wahl gegangen sind in der Vergangenheit. Diese Menschen wenden sich irgendwann von der Demokratie ab, weil sie sagen, das ist ja keine Gesellschaft, in der ich mir Gewicht verschaffen kann. Also der Einzelne soll eigentlich all das tun und tun können und damit beitragen zum Wohl der Gesamtheit. Und die christliche Soziallehre hat immer zunächst auf das Subjekt und die kleineren Einheiten gesetzt. Man kann durch Steuern auch den Einzelnen quasi entmündigen, man kann den einzelnen Gruppen alles vorschreiben und viele sozialistische Formen, kommunistische Formen haben ja in der Vergangenheit gezeigt, da gab es dann Gleichheit, aber alle auf niedrigstem Level, alle waren eben gleich arm. Das zweite Element ist ja dann die Subsidiarität. Das heißt immer, ich darf der kleineren Einheit nicht durch die größere Einheit wegnehmen, was sie kann, weil dadurch eine allgemeine Ressourcenverarmung stattfindet. Und das dritte ist eben die Solidarität. Ich glaube, alle Schrauben, die wir haben, um Gerechtigkeit herzustellen oder größere Gerechtigkeit herzustellen, die werden nicht funktionieren, wenn auch nicht eine ethische Grundbasis da ist. Vor kurzem ist die Zahl durch die Presse gegangen, die Zahl derer, die Spitzensteuersatz zahlen, hat sich verdoppelt. Das heißt, Spitzensteuersatz im Arbeitseinkommen ist inzwischen nichts mehr für Reiche. Das ist der bessere Facharbeiter, der dort reinfällt. Wenn man richtig reich ist, dann hat man wiederum ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich genau um diese Steuern zu drücken. Oder die Diskrepanz zwischen Konzernen und Mittelstand. Der Mittelstand zahlt
die Körperschaftssteuer, logischerweise so wie sie in Deutschland ist, plus Gewerbesteuer. Bei großen Unternehmen gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Steuern nicht zu zahlen. Nämlich, dass man fiktive Lizenzgebühren nutzt, um Gewinne woanders hinzuschieben, also in die Steueroase zum Beispiel nach Irland. Oder fiktive Patentgebühren, um die Gewinne nach Irland zu schieben, weil sie dort dann nicht besteuert werden. Ja, man kann genau das Gleiche machen wie mit der Zinsschranke. Man sagt einfach, Lizenzgebühren, die im Konzern nur dazu dienen, und das kann man ja belegen, einen Gewinn aus einem Land, wo er hoch besteuert würde, in ein Land zu verschieben, wo er nicht besteuert wird, dass dann solche Lizenzgebühren in dem Hochsteuerland nicht mehr gewinnmindernd anerkannt werden. Das Extrembeispiel ist eben Apple mit einer Steuerquote von 0,005%. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn Menschen sagen, ja, was ist denn das für eine Politik, die sowas laufen lässt, die sowas verstärkt, die große Erbschaften auch nicht mehr besteuert. Das ist ja auch eine Maßnahme, die sehr große Vermögen nicht mehr besteuert. Das ist ja alles entschieden worden in den letzten Jahren und ich finde, so darf es nicht weitergehen, weil sonst der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft völlig auseinanderfliegt und dann mache ich mir wirklich Sorgen um unsere Zukunft. Ich stimme Ihnen auch zu. Wir müssten auf alle Fälle verhindern, dass Steuern, die gezahlt werden müssen, dem Staat bzw. der Gesellschaft entzogen werden. Ich glaube, eins ist auch wichtig, wenn Vermögen auf welche Weise auch immer an andere weitergegeben wird, dann muss man immer noch mal sehen, was wird mit diesem Vermögen gemacht. Wenn es nur zum Eigennutz gebraucht wird, dann kann es nicht sein. Eigentum verpflichtet ist alte christliche Soziallehre. Wenn Eigentum nur für den Eigenbedarf genutzt wird, dann muss dafür gesorgt werden, dass Eigentum auch seiner Sozialverpflichtung entspricht. Meines Erachtens ist der Staat nicht so machtlos, wie er sich oft hinstellt, auch gegenüber den großen Unternehmen nicht. Es ist oft wirklich mangelndes Rückgrat und nicht mangelnde Macht. Sie hätten die Macht, schon eine ganze Menge zu tun und gerade ein Land wie Deutschland. Also niemand kann mir erzählen, dass Apple in Deutschland keine iPhones mehr verkaufen würde, nur weil wir die Gewinne hier hoch besteuern. Das würden die genauso machen, nur sie müssten dann eben auch ihren Beitrag für die Allgemeinheit leisten, wie man das von jedem anderen Unternehmen ja auch verlangen kann. Wie können wir auch bei der Frage Reichtum ohne Gier nicht letztlich auch die Armut des Fernen und nicht nur des Nächsten mit einbeziehen? Also wenn man möchte, dass Menschen in diesen Ländern eine Perspektive haben, wenn man möchte, dass Armut sich dort verringert, dann muss man ihnen eine Chance geben auf eine eigenständige Entwicklung. Und die nehmen wir ihnen mit unserer Politik. Es bestreitet eigentlich auch niemand aus keiner Partei, dass zum Beispiel die Außenwirtschaftspolitik Europas in Afrika Verheerendes anrichtet. Verheerendes. Und dass der Druck, den wir auf diese Länder ausüben, dass sie ihre Märkte öffnen müssen, ihre Zölle absenken müssen für zum Beispiel subventionierte Agrarexporte aus Europa, dass das eine Katastrophe anrichtet. Wenn wir über Gerechtigkeit globale und Beseitigung der Armut global nachdenken, dann ist sicher das Thema Steuergerechtigkeit bei uns wegen mir auch ein Punkt. Aber niemals kann das der einzige sein. Wir brauchen zum Beispiel eine globale Ressourcengerechtigkeit. Dann ist eine, ich nenne es einmal, Schöpfungsgerechtigkeit wichtig. Wir müssen sehen, wie wir mit der Schöpfung global gerecht umgehen. Wir brauchen auch Generationengerechtigkeit. Wir leben im Augenblick in unserer Generation über all unsere Maßen. Wenn wir nicht auch über Generationengerechtigkeit sprechen, dann werden wir die globalen Probleme nicht in den Griff bekommen. Von daher ist es höchste Zeit, dass wir über diese Fragen der Gerechtigkeit sprechen. Also vor allem eben diese Fähigkeit, auch
zum kulturvollen Dialog. Also ich würde sagen, wenn wir die zum Beispiel in den Talkshows öfter hätten, die Art auch aufeinander einzugehen, sich aufeinander zu beziehen, also wenn wir so politische Dialoge führen würden, wenn wir so zum Beispiel auch im Bundestag miteinander diskutieren würden, wären wir vielleicht weiter. Also auf der einen Seite haben wir ja im Vorfeld die Sorge gehabt, dass die zwei sich zu gut verstehen, aber ich glaube, es ist dennoch deutlich geworden, dass beide auch sehr unterschiedliche Akzente innerhalb ihrer Bewertungen und Analysen hatten. Und das, denke ich, ist auch wichtig. Also ich fand die Reaktion bemerkenswert, weil es gab doch offenbar eine große Übereinstimmung, dass sich Dinge verändern müssen und dass wir mehr Gerechtigkeit brauchen. Man kann eben zwar das grundsätzliche Thema der Gerechtigkeit besprechen, und das ist auch wichtig, damit man den Horizont hat, aber der Horizont muss dann auch ins konkrete Leben hineintransportiert werden. Und da ist eben die Frage von Steuern und Steuergerechtigkeit eine wichtige Frage der Gerechtigkeit und auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Die katholische Soziallehre zum Beispiel war sehr nah an vielem, was ich vertrete, was wir vertreten. Und ich fand, das war wirklich eine wunderbare Diskussion. Also mich hat der Abend sehr gefreut, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil man doch gesehen hat, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt. Tatsache ist ja, dass Steuergerechtigkeit ein Thema des Wahlkampfs geworden ist. Alle Parteien müssen sich mittlerweile mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich denke, es wird auch in der nächsten Legislaturperiode Thema sein, spätestens wenn die Erbschaftssteuer, die in dieser Legislaturperiode verabschiedet wurde, wieder in Karlsruhe landet und von Karlsruhe wieder an die Politik zurückgereicht wird.